Herzlich willkommen am 8. April 2021 zum Jubiläum zum Internationalen Roma-Tag hier im Bezirk Reinickendorf. Heute werden wir eine Podiumsdiskussion haben zu der Veränderung des Lebens von Menschen mit Roma-Hintergrund hier im Bezirk Reinickendorf. Wir freuen uns sehr auf die Podiumsdiskussion mit analogen und mit digitalen Podiumsteilnehmerinnen, mit Musik und mit Vorträgen. Ich wünsche Ihnen allen viel Spaß. Ja, mein Name ist Christoph Wölf, arbeite für die Adrian-Stiftung und ich werde heute das Programm moderieren. Und wir sitzen heute hier analog zusammen mit Julia Stadtfeld, die ist die Integrationsbeauftragte des Bezirks Reinickendorf von Berlin, mit Boris Saniewicz. Er ist Mitarbeiter vom Verein Aufwind und eigentlich in ganz Reinickendorf in allen Angelegenheiten von Roma hier bei den Behörden und auch bei den Familien bekannt, mit Johnny Herzberg, der uns heute auch als Musiker gleichzeitig mit begleitet. Und Johnny hat mal in Reinickendorf gearbeitet, kennt viele Familien aus Reinickendorf und arbeitet jetzt im Bezirk Mitte, unter anderem auch mit seinem eigenen Verein. Und wir haben digital dazu geschaltet, Natalia Savic, auch lange Jahre in Reinickendorf als Sozialarbeiterin gearbeitet hat und bald, glaube ich, für einen anderen Träger anfängt zu arbeiten, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Sabina Sadimowska, die im Bezirk Lichtenberg als Schulmediatorin arbeitet, auch an der Hochschule unterrichtet und Kinderrechtsexpertin ist und die uns auch heute mit einem Einführungsvortrag hier einen Beitrag leistet. Wir hören jetzt zuerst zwei Vorträge, den ersten von Professor Dr. Christo Kiuchukov über die Geschichte des 8. April und den zweiten von Sabina Sadimowska über die Frage, wie in der Schule faire Chancen für Kinder aus Roma-Familien organisiert werden können. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, Romalen, Penialen, Pralalen, ich bin Professor Dr. Christo Kiuchukov aus Bulgarien, aber seit 11 Jahren wohne ich in Berlin und ich bin Professor auf Romanisch Sprache und interkulturelle Erziehung in der Universität von Silesien in Katowice in Polen. Ich unterrichte viel über Roma-Geschichte und Roma-Kultur zu Roma und Nicht-Roma, zu Studenten und Aktivisten, nicht nur in Deutschland und Polen, aber auch in ganz Europa und in ganzer Welt. Liebe Freunde, Romalen, Pralalen, Penialen. 8. April ist ein sehr wichtiger Tag in der Geschichte von Roma in Europa und in der Welt. In 1971 in London haben Roma zusammengekommen von 14 Ländern einen internationalen Kongress zu etablieren. Und am Anfang, das war ein Kongress für die Roma-Organisationen. In dieser Zeit, die Roma-Organisationen waren nicht so viel in Europa. Und in dieser Zeit, viele von den Roma-Aktivisten haben auch teilgenommen in der Zweiten Weltkrieg. Zusammen mit Nicht-Roma, mit Gage, sie haben die erste Kongress von die Roma gehalten. Das war nicht so weit von London. Und der erste Präsident von der internationale Roma-Kongress war Slobodan Berberski aus Jugoslawien in dieser Zeit. Aus Serbien. In 1978
Das war die zweite Kongress, wo die Roma haben schon den Namen International Roman Union zu dieser Organisation gegeben. Und der zweite sehr wichtige Präsident, Vorsitzender von diesem Organisation, vor diesem Kongress, vor dieser International Roman Union, war Dr. Jan Cibula. Jan Cibula war ein Roma aus Tschechoslowakei in dieser Zeit. Und danach haben wir der dritte Kongress und der Vorsitzende, der Präsident von der International Roman Union, das war im 1981, ist Said Balic noch wieder aus Jugoslawien. Er war gewählt als Präsident von Internationale Romani Union. Und die vierte war im 1990 in Warschau, in 1990. In diesem vierten Kongress, Dr. Rajko Djuric ist als Präsident, als Vorsitzender von dem Internationale Romani Union gewählt. Und in dieser Zeit zwischen 1971, und 1990, eigentlich die Roma-Organisationen waren nicht so stark in Europa. Viele Roma waren in diesem kommunistischen Regime und sie waren nicht so aktiv. Es gab keine Civil Society sozusagen. Und nach 1990, nach dem vierten Kongress in Warschau, eigentlich haben die Roma selbst organisiert und in viele Ländern haben die Roma neue Organisationen etabliert. In 2000 war der fünfte Kongress in Prag, in Praga, in der Tschechischen Republik, und der Präsident von dem Internationale Romani Union als Präsident war gewählt Dr. Emil Ščuka, und ich war gewählt als Secretary General. In dieser Zeit, in diesem fünften Kongress, eine wichtige Sache passiert da, und das war, dass die Roma erste Mal haben deklariert, dass die Roma eine Nation sind, ohne Grenzen, ohne Land, ohne eigene Vaterland oder eine ohne eigene Land, aber wir haben deklariert, dass wir eine Nation sind. Und die United Nations in Amerika haben uns anerkannt geworden, dass die Roma in Europa und in Welt sind eine Nation, ohne Länder, ohne Land, ohne Grenzen. Und wir hatten eine andere Statut nach 2000 bekommen in ganzes Welt. Dieses Jahr ist 50, wir feiern die 50. Anniversary, 50. Geburtstag von dem ersten Kongress von 1971. Und es ist sehr wichtig, weil die Internationale Romani Union am Anfang, wenn sie haben sich etabliert, die ganze Roma-Organisationen, sie wollte eine Anerkennung bekommen, dass Roma haben die Identität als Roma. Und dieser erste Kongress in 1971 war extrem wichtig,
weil die Roma haben ihre Hymne und Fahne und Sprache deklariert und sie haben auch ihre Identität deklariert, dass wir haben eine Romani-Identität, eine Romani-Pä, sozusagen in die Romani-Sprache. In diesen 50 Jahren, die Roma-Communities in ganzes Welt haben so viel getan, so viel entwickelt, aber noch wieder, bis heute, wir müssen mit alle Formen von Rassismus und Diskriminierung kämpfen. Zum Beispiel letztes Jahr, wenn die größte Lockdown war, in viele osteuropäische Ländern, die Roma haben in diese ghettoisierte Siedlungen Lockdown gehabt und sie hatte keine Zugang zu Wasser, Essen oder Desinfektionsmaterialien. Und das ist nur mit Roma passiert in osteuropäische Länder. Was ich wollte sagen, ist für unsere jungen Menschen, das ist unsere Identität. Das ist so wichtig, dass wir verlieren nicht unsere Identität, dass wir schämen nicht uns von unserer Vergangenheit. Wir wissen, dass die Roma nach Europa aus Indien gekommen sind und wir haben diese indische Philosophie, nicht mit anderen Menschen zu kämpfen, aber immer eine Freundschaft zu bringen, eine Freundschaft zu bauen. Aber zurzeit, die Bilder über die Roma ist ganz anderes. Aber die Roma kommen, weil die wissen eine bessere Zukunft für ihre Kinder. Sie wissen, dass in westeuropäischen Ländern, in Deutschland, in Frankreich, in den Niederlanden, in Schweden, in Italien oder in Großbritannien, die Roma haben diese Chance, ein besseres Leben zu haben und mehr wichtiger, die Kinder von Roma ein besseres Leben zu haben, weil für die Roma-Communities in der ganzen Welt die Kinder sind extrem wichtig und die Familie ist extrem wichtig, dass sie haben ein besseres Leben und eine bessere Zukunft. 50 Jahre seit dieser erste Kongress in London und wir haben viel erreicht. Wir haben diese selbstbewusst, dass wir Roma sind, dass wir wichtig sind, dass wir haben viel gegeben in diese 50 Jahre zum Welt, zu Europa. Aber noch, wir wissen, dass wir müssen kämpfen für bessere Zukunft für unsere Kinder und für die bessere Zukunft von unseren Gesellschaften. Es ist egal, in Deutschland, in Belgien, in den Niederlanden, wir müssen für ein besseres Leben kämpfen. Und am Ende von meinem Vortrag, ich wollte sagen, dass 50 Jahre in die ganze Geschichte von Roma ist gar nichts. 50 Jahre sind ein kleiner Teil von ganze 1100 Jahre seit diesem Zeit, wenn die Roma Indien verlassen haben und nach Europa gekommen sind. Aber 50 Jahre sind ein Teil, ein Stück von Zeit, wo die Roma haben viel entwickelt. Wir haben eine starke Bewegung, Civil Society. Wir haben viele Organisationen, viele Frauenorganisationen, viele jugendliche Organisationen. Und alle diese
Entwicklungen in der Roma-Gesellschaft zeigt nur eins, dass wir als Roma ein besseres Leben haben wollen und wir werden in Zukunft zusammen mit Roma und Nicht-Roma, mit verschiedenen Ethnien zusammen kämpfen gegen alle Formen von Rassismus, von Diskriminierung und für ein besseres Leben für alle uns. Vielen, vielen Dank und am Ende werde ich sagen auf romanische Sprache Bachtalo ochtoto aprilo sae romenge tedelo del bachtai sastipe savurenge ai nai sarave de vleske kai siaman akava shaipe avdives te vorbisaras e kavresa ai nai sarave de vleske kai Sasamena kava chanso peinda berch te sikava samarizor amaro romani pe andu yek pozitivno celo andu yek pozitivno andu yek pozitivno lumina andi sasti lumia na isaraftu menge bachta isasti pe acende floresa. Vielen Dank und ich wünsche alle Roma und Nicht-Roma eine schöne 8. April. Guten Tag alle. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Vortrag Faire Chancen für Kinder aus Roma-Familien in der Schule. Mein Name ist Sabina Salimowska. Ich arbeite als Schulmediatorin bei der ERA Berlin. Und bin nebenbei auch Dozentin an dem Master zu Kinderrechten. Also, wie schon erwähnt, heute werde ich über die Roma-Kinder in den Schulen vortragen. Und lass uns mit dem Vortrag beginnen. Wann können wir in die Schule gehen, ist die meistgestellte Frage von Kindern während der Schulschließung in der Corona-Pandemie. Der Wunsch, die Freunde zu treffen, zusammen zu lernen, spielen, lachen oder manchmal zu streiten und sich wieder zu versöhnen, das alles gehörte zu dem Alltag von allen Schülerinnen. Auf einmal gab das alles nicht mehr. Das schulisch angeleitete Lernen von zu Hause oder in der öffentlich besser als Homeschooling bekannt, sowie die schrittweise Wiedereröffnung der Schulen gehört nun zur neuen Realität, die Schülerinnen akzeptieren müssen. Leider haben sie keine Mitsprache hierzu. Die Corona-Pandemie hat mit sich vielschichtige Nachteile für viele Schülerinnen gebracht und hat gleichzeitig die Benachteiligung von Kindern verstärkt. Viele Roma und andere sozial benachteiligte Schülerinnen sind aus dem digitalen Lernen von zu Hause ausgeschlossen. Der Mangel an der technischen Ausstattung und Internetzugang sowie Mangel an Wissen, wie digitale Endgeräte im Homeschooling eingesetzt werden können, sind einige Gründe dafür. Die größte Zahl der Roma-Eltern ist leider auch nicht in der Lage, ihre Kinder beim Homeschooling zu unterstützen. Das hat allerdings seine eigenen guten Gründe. Sie müssen sich oft gleichzeitig um mehrere Sachen kümmern. Die häufig beengten Wohnverhältnisse und somit der Mangel an Ruhe und Privatsphäre erschweren die Bildungssituation der Kinder umso mehr als vieles andere. Laut der COPSI-Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf sind viele Kinder und Jugendliche während des Lockdowns unter anderem von Depression und Angst betroffen. Die Wiedereröffnung der Schulen war ein glücklicher Moment für viele Kinder. Obwohl Roma-Kinder Diskriminierungserfahrungen in Schulen machen, haben sich dennoch die meisten für den Schulbesuch entschieden, auch wenn es keine Präsenzpflicht in der Corona-Zeit besteht. Lernen in der Schule
ist einfacher als lernen selbstständig zu Hause, berichten viele Kinder. Durch die Unterstützungsangebote in den Schulen profitieren Schülerinnen nicht nur beim Erlernen der deutschen Sprache, sondern auch durch die diversen Möglichkeiten sowie Einzelförderung, Nachhilfe, Begleitung oder Vermittlung. Die Schulmediation ist ein Projekt, das das Recht auf Bildung der Roma-Kindern explizit, aber nicht exklusiv unterstützt und Kinder während ihrer Schullaufbahn begleitet. Roma-Mitarbeiterinnen in Schulen agieren als Roma als Rollenmodelle für viele Kinder aus der Community. Sie sorgen für Empowerment in der Community und stellen für viele Roma-Familien eine vertrauenswürdige, zuverlässige Bezugsperson dar. Trotz der transgenerationellen wiederholten Diskriminierung in den Schulen ist die Situation in der schulischen Bildung der Romnja und Sintize verbessert, so die Romno-Care-Studie 2021. Meine Arbeitserfahrung zeigt, dass eine wertschätzende und vertrauensvolle Zusammenarbeit, respektvoller Umgang miteinander sowie eine rassismusfreie Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus miteinander zu schulischen Erfolgen bei Roma-Schülerinnen führt. Viele Roma-Kinder schaffen es, von den Willkommensklassen in die Regelklassen oder auf die weiterführende Schule zu wechseln und die Schule nicht abzubrechen. Jedoch muss noch mehr gemacht werden, damit die Lücke zwischen Roma und der allgemeinen Bevölkerung geschlossen wird. Es ist wichtig, schulische Erfolge gemeinsam zu erzielen. Das können wir nur durch gleichberechtigte Teilnahme, Teilhabe und Mitentscheidung schaffen. Partizipation in der Schule, Politik oder Gesellschaft ist unser Recht. Die Machtstrukturen sollen locker lassen. Solange der strukturelle Rassismus gegen Romnja und Sintize existiert, können wir keine positiven Bildungserfolge von Roma erwarten. Darauf deutet auch die neue EU-Rahmenstrategie zur Gleichstellung, Inklusion und Partizipation von Roma, die 7 Ziele auf EU-Ebene festgelegt hat und dann unter anderem auch die Verbesserung eines effektiven, gleichberechtigten Zugangs zu einer hochwertigen allgemeinen Bildung für Roma. Nur gemeinsam können wir Bildungserfolge schaffen. Das Recht auf hochwertige Bildung steht für alle Kinder, auch für Roma-Kinder zu. Schulen müssen Kindern und Jugendlichen diskriminierungsfreie Räume anbieten, wo sie lernen, spielen und sich entfalten können, ohne Angst, Unsicherheit oder Scham über ihre Zugehörigkeit zu haben und deshalb ausgegrenzt zu werden. Perfekt würde es sein, wenn jedes Roma-Kind in der Schule angstfrei seine Herkunft und Zugehörigkeit zugeben und darauf stolz sein könnte, dass es Roma ist. Das allerdings kann aber nur dann erreicht werden, wenn sie nicht länger am Rande der Gesellschaft sind und als gleichberechtigte Bürgerinnen akzeptiert werden. Nur dann, wenn stigmatisierte Darstellungen in Schulbüchern mit solchen ersetzt werden, mit denen sich Roma-Kinder identifizieren können, dann können wir anfangen, Diskurse auf effektiver Ebene zu führen. Aufklärungsarbeit, rassismuskritische Diskussionen und vor allem der Wille dafür ist das, was an vielen Schulen gebraucht wird. Und ja, es gibt ausreichend Expertinnen, die dieses Wissen vermitteln können. Gebt uns eine Chance bitte. Die frühkindliche Bildung darf nicht ausgelassen werden. Sie soll unbedingt gefördert werden und die Teilnahme der Roma-Kinder in Kindergärten verstärkt werden. Klug, erfolgreich sein
und lernen zu wollen im Zusammenhang mit einer Roma-Identität dürfen nicht mehr in Frage gestellt werden, sondern einfach akzeptiert werden. Lass uns gemeinsam faire Chancen für Roma- und Sinti-Kinder schaffen, an ihren Erfolgen teilnehmen und uns auf ihre Erfolge als gleichberechtigte Bürgerinnen freuen. Es braucht kein Wunderrezept, wie es mit Roma und Sinti-Familien umzugehen ist. Die Rechte der Menschen sollen respektiert werden, denn die Menschenrechte unterscheiden nicht zwischen Zugehörigkeit, Religion, Herkunft, Sprache oder Hautfarbe. Sogar nicht nach dem Aussehen oder wie ein Mensch angezogen ist. Menschenrechte sind universell und gelten für alle in der Welt. Das ist das beste Rezept im Umgang mit Menschen. Am Ende möchte ich gerne meine Danksagung äußern. Danke an allen, die die Bildung der Roma und Sinti-Kinder unterstützen und somit die Inklusion in der Gesellschaft. Danke an allen, die den Roma-Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben und ihre Bedarfe und Wünsche zu ihrer Arbeit machen. Danke an die Bürgerrechtsbewegung und den Kampf gegen Diskriminierung. Danke an allen, die dafür alles tun, damit wir in eine rassismusfreie, tolerante und inklusive Gesellschaft leben. Und am Ende, ich wünsche allen Roma und Sinti auf der Welt einen wunderschönen Roma-Day. Ja, vielen Dank, Sabina Salibowska. Sabina, du bist ja auch hier mit uns. Der Christo hat heute Abend eine Lehrveranstaltung. Wir haben die Veranstaltung aufgezeigt. Für euch, für Sie, die Zuschauer und Zuschauerinnen, ist heute der 8. April, der Internationale Tag der Roma. Und wir sitzen heute hier ein paar Tage vorher und nehmen die Veranstaltung auf aus verschiedenen technischen Gründen, auch aus verschiedenen Gründen und auch natürlich aus Gründen der Pandemie. Wir sitzen hier mit 1,5 Meter Abstand. Alles ist auf Durchzug gestellt. Zwei Kolleginnen sind auch über Video mit dazu geschaltet. Das ist natürlich ein Format, was wir in dieser besonderen Zeit öfter erleben und auch extra eingerichtet haben mit einem gewissen technischen Aufwand, um den aktuellen Anforderungen zu entsprechen. Wir wollen sozusagen an die Einführungsvorträge von Christo Kutschukow und von dir, Sabina, eine kleine erste Runde hier anschließen und jetzt sozusagen uns die Kollegen hier, die in Reinickendorf arbeiten und auch die Kollegen, die Familien aus Reinickendorf kennen, kurz zu ihrer Einschätzung der Lage fragen. Der Christo hat in seinem Vortrag ja so eine 50-Jahre-Perspektive aufgemacht, beziehungsweise sogar so eine 500- oder 1100-Jahre-Perspektive und hat gesagt, in diesem Vergleich hat sich eigentlich in den letzten 50 Jahren sehr viel getan. Also wenn ich mich richtig erinnere, hieß es im Vortrag, zwischen 71 und 90 ist dann sogar gar nicht so viel passiert. Das heißt, zwischen 1990 und jetzt 2021 hat sich sehr, sehr viel verändert. Die Wahrnehmung der Status von Roma und Sinti weltweit sich enorm verändert im Vergleich zu den 70er Jahren oder auch zum letzten oder vorletzten Jahrhundert oder zum späten Mittelalter, wo ja so die wahrnehmbare Geschichte von Roma in Europa beginnt. Wir wollen hier eine kürzere Perspektive aufmachen. Wir wollen uns fragen, was hat sich denn in den letzten 10 Jahren verändert? Wir sind noch nicht ganz so alt und sozusagen können die letzten 10 Jahre hier ein bisschen überblicken. Und dazu will ich zuerst Zvonko Salijevic fragen. Zvonko, hatte ich vorhin schon gesagt, arbeitet bei Aufwind. Ist auch schon fast 10 Jahre oder sogar schon länger als 10 Jahre hier in Reinickendorf. Du bist wirklich sehr zentral mit Prozessen der schulischen Bildung, der frühkindlichen Bildung, des Zugangs zu Wohnung, Zugang zu Gesundheit. Ich glaube, das Einzige, wo du nicht so tief reinsteckst, ist die berufliche Bildung im Bezirk. Aber in allen anderen Bereichen kennt ihr euch sehr viel aus. Ihr macht als Aufwind unterschiedliche Projekte, habt sehr, sehr viel Kontakt. Ihr seid eine Beratungsstelle, die berlinweit bekannt ist. Leute kommen hier aus allen Bezirken und schätzen eure Beratungsangebote. Das heißt, ihr habt wirklich einigermaßen einen Überblick auch, wie sich die Situation hier im Bezirk verändert hat in den letzten 10 Jahren. Was würdest du sagen, wenn du so auf die letzten 10 Jahre zurückguckst, wie sind die Entwicklungen hier im Bezirk Reinickendorf aus deiner Perspektive? Ja, genau, also was ich so sagen kann, also ich kann berichten über diese Verbesserung in den letzten 10 Jahren hier in Reinickendorf. Also über alle 4 Punkte, was du schon genannt hast. Also erstmal Bildung zum Beispiel. Als kleine Kinder, also wir haben alle Kinder schon also
in Kita als erste angemeldet. Da sind auch die Warteliste. Wir haben auch so viele Kinder direkt in die Kita also angemeldet, die regelmäßig dort gehen. Zum Beispiel, also heutzutage ist nicht das Problem, ob die Kinder in die Kita kommen oder nicht kommen. Oder ganz lustig, also wer holt die Kinder ab? Solche also Anfrage bekommen wir von Erzieherinnen. Also das finde ich 100% also eigentlich positiv und Verbesserung sieht man, dass die Kinder zur Kita erstmal gehen. Natürlich, das ist das Problem in ganz Berlin, also, aber alle Kinder sind auf die Warteliste. Auf andere Sache, also Schule, also eigentlich, wir haben nicht nur die Schule, wir haben uns alle also viel verändert, also verbessert natürlich, also regelmäßiger Schulbesuch auf jeden Fall. Also wir haben also die Interesse bei den Eltern also erweckt, also dass die wissen, ja, also die Schule ist sehr wichtig, also ich möchte nicht, also weil die Eltern hatten in dieser Zeit nicht diese Angelegenheit, also regelmäßig zur Schule zu gehen. Aber deswegen, wir haben gute und starke Wille, dass die Kinder was also erreichen in ihrem Leben. Auf andere Seite, da haben wir viele Jugendliche, das also finde ich also super 100%, also da wo wir viele Jugendliche in Oberschulen haben und nach der Oberschule, nach der 10. oder 12. Klasse, ich bekomme viele Anfragen, also dass die Kinder sogar auch, also nicht nur die Eltern sowieso, aber die Kinder, die Jugendlichen schon denken in diese Richtung, wie kann ich also jetzt also zu Erzieher werden oder Sozialassistent erstmal machen oder solche Sachen. Auf anderer Seite, wir haben viele die Jugendliche, die schon Ausbildung machen in verschiedenen Gesundheitsbereichen überall. Also, das sehe ich also sehr, sehr, sehr positiv und die Sache hat sich 360 Grad umgedreht, also wenn man von dieser Seite sieht. Ja, noch ein Bonusbereich. Noch mal ganz spezielle Erfahrungen hier. Worin bestehen die? Ja, genau. Also was um Wohnungen geht, also eigentlich zurzeit haben wir zwei aktuelle Projekte in Reinickendorf, da wo wir also eigentlich Familien mit Originalmietverträge haben, dass die nicht, also gibt's nicht mehr, also so wie früher irgendwelche gefälschte, also Mietverträge, wo die Miete wurden auf eine kleine Zettelchen bezahlt und dann, also eigentlich nein, alles ist offiziell, Familien leben mit, also und wohnen mit Mietverträge ganz normal und die haben jetzt, also eigentlich, sie sehen jetzt weiter, also wie kann ich mich jetzt hier, also eigentlich, ja, ich habe meine Kinder sind in Schule, ich habe jetzt eine Wohnung, alles ist also offiziell, aber wie kann ich mich weiterentwickeln? Ich habe viele junge Eltern, die Umschulungen machen, die regelmäßig also Deutschkurse als erstmal also besuchen und dann angemeldet sind. Also zurzeit haben wir so, aber trotzdem, trotz Corona, also wir haben auch also Träger also im Bezirk, die Online-Unterricht machen, Deutschkurse. Also das finde ich also auch also super, also eigentlich von beiden Seiten. Ja, vielleicht erstmal bis hierhin. Lass uns mal den Blick auf die andere Seite sozusagen der bezirklichen Ebene hier richten. Julia Stadtfeld, du bist die Integrationsbeauftragte des Bezirks Reinickendorf von Berlin. Bist noch nicht ganz 10 Jahre hier am Start und bist aber sozusagen in dieses Thema auch über deinen Vorgänger sehr so richtig direkt reingewachsen. Also auch Bernd Rabisch, dein Vorgänger, da war jemand, der sozusagen diese Idee, wir müssen auf diese Gruppe so einen speziellen Fokus haben, weil die unterliegt speziellen Ausgrenzungsbedingungen, der das immer verstanden hat und ja auch früh dafür gesorgt hat, dass hier in Reinickendorf, und da ist ja Aufwind ja nur einer von den Trägern, es gibt ja noch mindestens zwei andere große Träger, die sozusagen spezielle Abteilungen oder spezielle Projekte zu diesem Projekt haben. Was für eine Bedeutung hat es bei euch im Bezirk und speziell bei dir in der Abteilung und was habt ihr in den letzten 10 Jahren da aufbauen können? Ja, wie Svonko Sajewitsch schon gesagt hat, ist das Thema bei uns im Bezirk Reinickendorf wirklich ein großes im Bereich des Integrationsbüros und das Thema ist auf uns zugekommen, nicht wir auf das Thema und es war fast vor genau 10 Jahren, also 2012, ist mein Vorgänger auf das Thema zugekommen, weil wir eine sogenannte Problemimmobilie hatten im Bezirk, wo vor allen Dingen Roma-Familien unter sehr widrigen Umständen gelebt haben und nicht aus diesem Thema rausgekommen sind, aus Schattenverträgen, eigentlich gar keine Rechte hatten und eine große Wohnungsbaugesellschaft hat dieses Haus aufgekauft und kam dann mit der Frage auf, wie gehen wir mit den Menschen um und keiner hatte Erfahrung und so sind wir als Bezirk
zu dem Thema gekommen und haben gesagt, okay, wir müssen das anpacken, weil da geht es um Menschen und es ist egal, um welche Menschen es hier geht. Und es ist besonders eine Zielgruppe, die sehr vielen Vorurteilen, Rassismen unterliegt und die einfach Unterstützung brauchen und dass wir als Bezirk uns dem auch annehmen müssen. Und so kam es dann, dass wir unterschiedliche Projekte angefangen haben mit verschiedenen Wohnungsbaugesellschaften, zwei großen kommunalen hier im Bezirk, mit unterschiedlichen Trägern. Wir haben drei vor allen Dingen, die sich in dem Bereich spezialisiert haben, unter anderem auch Aufwind, aber auch Horizonte und Albatros. Und wir haben dann zusammen mit den drei Trägern ein großes EU-Projekt ans Land gezogen. Seit 2015 sind wir da am Start und mit 11 MitarbeiterInnen sind wir seitdem quasi in der Beratung tätig. Wir haben in meinem Team eine eigene Stelle für das Thema Zuwanderung aus Südosteuropa seit 2015. Ich glaube, da waren wir ziemlich weit vorne in den Bezirken und haben noch andere Mittel eingeworben, sei es von der Senatsverwaltung. Wir haben ein Forschungsprojekt mit der Hochschule aus Erfurt zusammen, die unsere Wohnraumprojekte evaluiert. Die GESO-Bau ist immer noch sehr aktiv und stellt uns Wohnungen für Familien zur Verfügung, wo Familien die Chancen bekommen, einen ganz normalen Mietvertrag zu erhalten als ganz normale Mieterinnen und Mieter. Und wir machen ganz viel Nachbarschaftsarbeit. Das heißt, wir machen da schon sehr viel. Und was ich besonders schön finde, ist, dass die Expertinnen von den Trägern als Expertinnen anerkannt sind bei den Behörden. Sie sind nachgefragt. Wir haben mittlerweile schon auch Einstellungen von einer Kollegin, die vorher bei einem Träger gearbeitet hat, jetzt beim Gesundheitsamt. Das wird als totale was Wertvolles wahrgenommen. Und Herr Sajewitsch und sein Team können sich gar nicht vor Anrufen retten, weil sie so geschätzt werden. Dazu muss man ja sagen, Reinickendorf ist sozusagen politisch betrachtet jetzt nicht als, sagen wir mal, besonders linker Bezirk verschrien. Das heißt, das zeigt auch nochmal, dass gleichberechtigte Teilrekonzentrierung in Roma eben kein Links-Rechts-Thema ist, sondern ein Thema sozusagen von demokratischem, diskriminierungskritischen, diskriminierungsfreien, rassismuskritischen Zusammenleben, in dem wir eben alle sozusagen auch konservative Kräfte im politischen Spektrum ein Interesse daran haben, dass diese Gruppe, die jahrhundertelang einer besonderen Ausgrenzung unterliegt, eben gleichberechtigt teilhaben kann. Wir waren jetzt so ein bisschen auf der bezirklichen Ebene und haben jetzt noch zwei Gäste hier, die ein bisschen mehr über die private Ebene erzählen können. Ihr kennt persönlich und auch Natalia ja auch aus der Arbeit. Ihr kennt viele Familien, die in Reinickendorf wohnen. Wenn ihr euch mal so einzelne Familien eher anguckt, also nicht so den großen Blick, wie ist das insgesamt passiert, sondern so die Familien, die euch besonders im Blick sind. Natalia, was würdest du sagen, was hat sich in den letzten 10 Jahren verändert oder auch was hat sich nicht verändert und was denkst du, wo liegen Gründe dafür? Also ich muss erstmal auch dem Zvonko zustimmen im Bereich der Schulmittlung, wie sich das in den letzten Jahren gewandelt hatte. Ich kenne zum Beispiel Familien, die so in meinem Alter sind oder etwas älter und die einfach nicht so gute Schulkompetenzen von Grund auf hatten. Also wo die Eltern nicht so wirklich drauf Wert gelegt haben, sie selber dann als Jugendliche und später dann auch in den 30ern auch gar nicht zu einem Abschluss gekommen sind und irgendwann später gemerkt haben, okay, also das mit der Reinigungskraft wird nichts, davon kann man keine Familie ernähren mit mehreren Kindern. Und meistens sind das beide Partner, die dann diesen Beruf angehen. Und das hat natürlich Konsequenzen in dem Sinne, dass man nicht mehr an erster Stelle an dem Arbeitsmarkt steht, ganz klar. Und wir wissen selber, dass man in Berlin also für jede einzelne Tätigkeit eigentlich immer irgendein Zertifikat oder einen Abschluss oder eine Ausbildung, irgendwas braucht. Und das haben sie im Laufe der Jahre gesehen, gemerkt, ja, und versuchen das jetzt wirklich an ihren Grundschulkindern, an ihren Oberschulkindern so zu vermitteln, dass Schule der einzige Ausweg ist, aus diesem Teufelskreis eigentlich rauszukommen. Also Kita ist ja jetzt in dem Sinne kein Problem. Sie wissen und sie finden es schön, dass die Kinder so viel wie möglich, ja, abgesehen jetzt von Corona, aber dass die Kinder eben auch viel in diesem sozialen Kreis, in diesem sozialen Umfeld bleiben, die Kinder auch viel mehr Deutsch sprechen und dann in die erste, zweite, dritte Klasse und so weiter. Also da sind die schon hinterher. Das habe ich schon gemerkt, dass sich das so in den letzten Jahren schon sehr gewandelt hatte. Ja, ja. Vielen Dank,
Johnny, du kennst Sinti-Familien aus Reinickendorf persönlich. Du kommst ja selber auch aus der Sinti-Familie. Und was würdest du sagen, wie ist die Situation von den in Reinickendorf lebenden Sinti-Familien? Was hat sich da in den letzten 10 Jahren getan? Also in den 10 letzten Jahren hat sich ein paar Sachen geändert. Also was betrifft jetzt diese Bildungssituation oder diese Engagement in diese Richtung hat sich auch geändert, weil es hat angefangen damit, dass die Eltern oder die Sinti und Roma erkennen haben, dass man in Deutschland gewisse Voraussetzungen schaffen muss, damit man hier durchlebt. Weil die Roma oder Sinti sind Künstler, durchzuleben, egal in welche Land sie kommen. Und es hat sich viel in diesen 10 Jahren geändert, weil ich habe 1999, 98, 2021, 2001 in Reinickendorf gelebt. Und wir waren ziemlich schön in Zabelkrügerdamm, in dieser großen Siedlung, haben wir 20 Familien oder sowas gelebt. Ja, wir waren berühmt in dieser Umgebung. Aber damals muss ich sagen, das Bezirksamt hat mit uns nicht zusammengearbeitet, die Senatebene hat mit uns nicht zusammengearbeitet, keine Abgeordnete, ja, wir hatten null Unterstützung. Ja, die einzige, wo wir Unterstützung bekommen haben, haben wir euch kennengelernt. Also die RA, da sitzt du jetzt nach so vielen Jahren. Machst du jetzt mit mir ein Interview? Du kennst uns als Kinder. Wir waren klein, immer größer. Und du siehst ja, wir haben noch bis heute keine Ausbildung. Das liegt daran, dass wir keine gute Beispiel hatten in unserer Familie. Wenn einer geschafft hat, mit Auto gute Geschäfte zu machen und so weiter, man hat ihn die Familie versorgt, dann wurde das weitergeleitet. Ja, und die Eltern haben bestanden, tu das, dann überlebst du so wie wir. Das war jetzt nicht falsch, sondern das war ermutigend, damit man durchkommt, auch in Deutschland. Was man damals nicht gewusst hat, dass man das alles melden muss. Ja. Gewerbe, ja, Steuererklärung, Steuermeldung. Und so. Bis heute wissen viele nicht. Ja. So. Aber dadurch, dass in verschiedenen Bezirken jetzt Vereine sind und so ein gutes Netzwerk aufgebaut ist, mit Integrationsbeauftragten, mit Senatebene, mit Abgeordneten und verschiedenen Vereinen, hat sich das so rumgesprochen in Berlin, nicht nur in Reinickendorf, dass die Menschen wissen, wo sie sich wenden können. Und die rufen uns an. Ja, ja, du hast nochmal darauf hingewiesen, dass eigentlich sozusagen die noch größere Veränderung ja auch zu den Nullerjahren ist. Also in Berlin, darf man nicht vergessen, ist eigentlich das einzige Bundesland, was dann mit der Einrichtung des EU-Rahmens 2011 gesagt hat, wir brauchen sowas auch, wir setzen sowas als Land um, in Kooperation mit den Bezirken, den Aktionsplan entwickelt hat. Und eigentlich, ich glaube, der ist seit 2012, 13 in Aktion und seitdem als einziges Bundesland in Deutschland sagt, wir setzen den EU-Rahmen zur gleichberechtigten Teilhabe von Roma und Sinti um, wir packen da extra Geld rein, wir haben eine Strategie. Das kann man sicherlich im Detail alles noch kritisieren und weiterentwickeln, aber das darf man nicht vergessen, dass hier die Bezirke in Reinickendorf auch in Berlin in diesem Kontext unterwegs sind, also da vom Land wirklich auch eine Unterstützung bekommen. Du wolltest noch was ergänzen, Johnny? Ja, ich wollte sagen, damals, ja, vor 20 Jahren oder noch vor 2010, ja. 9, oder sagen wir 8, da war Landesverband für Sinti und Roma aktiv. In 2090er Jahre Reiko Cumic und ihr als Verein. Das waren 3 Vereine in Berlin. So, und als diese Aktion Roma-Plan entstanden ist durch den Senatverwaltung, hat das den ganzen Berlin, die ganze Bezirke bewegt. Ja. Und dadurch, dass ihr uns so unterstützt habt, ja, haben wir die Leute kennengelernt. Ihr habt uns immer bei dieser Veranstaltung
eingeladen und so weiter. Und so sind wir reingekommen in dieses Netzwerk. Und ich vermute, unsere Kinder, unsere zweite Generation, die wird schon auf andere Ebene groß wachsen, weil wir werden jetzt was anderes vermitteln. Also Bildung, Engagement und das Netzwerk ist aufgebaut. Ja? Ich ermute meinen Sohn jetzt, er will Sozialarbeiter werden, er soll sich jetzt einen Platz finden und Ausbildung machen. Ja. Und ich habe zu ihm gesagt, tu das, aber im Bezirksamt, mit Bezirksamt zusammen, damit du gleich diese beste Rücken hast, was du bekommen hast. Weil wenn du bei einem Träger machst, dann heute existiert der Träger und morgen kann der Träger sich auflösen. Ja, das ist interessant. Beim Vorgespräch hast du ja noch gesagt, dass die Beispiele eigentlich die sind, wenn ich selbstständig bin in der Familie, das gibt mir die größte Sicherheit. Und das ist ja wirklich ein Paradigmenwechsel, ja, in Richtung, ich möchte auch, ich gucke jetzt mal zu NATO auch rüber, der sowas Ähnliches auch gesagt. Ich möchte mit meiner Familie oder ich möchte für meine Kinder auch diese etablierten Plätze, diesen guten Ressourcenzugang, sichere Jobs haben, weil ich selber das schon kennengelernt habe. Zwar vielleicht noch nicht mit eigenen Vorbildern, aber ich habe in der Schule erlebt, wie meine Klassenkameraden und meine Klassenkameraden dann solche Karrieren gemacht haben. NATO selber hat ja auch eine Ausbildung gemacht und ist dann sozusagen auch angestellt tätig gewesen und so. Und das heißt, es gibt so einzelne Beispiele oder es gibt ein sehr nahe Beispiel und dadurch entsteht dann so eine Motivation. Vielleicht ganz kurz, bevor ich nochmal zu NATO zurückkomme, Sabina, du hattest sozusagen noch erwähnt, dass Mitbestimmung von Kindern, wenn ich es richtig verstanden habe, bei dem Vorschlag, das ist ja ein wichtiges Thema von euch auch da in diesem ganzen Kinderrechtsbereich, Mitbestimmung zu stärken. Da sind die Vorgaben der Kinderrechtscharta längst noch nicht umgesetzt. Was für ein Potenzial siehst du denn darin, mehr Mitbestimmung zu organisieren an den Schulen für Kinder? Du hast so als Beispiel genommen, dass Kinder diese ganze Änderung des Schulalltags komplett ohne Mitbestimmung erleben, dass es keinen Austausch darüber gibt, keine Diskussion, wie können wir das gestalten, könnt ihr mitreden. Was denkst du, was könnte Mitbestimmung verändern, wenn wir uns mehr Mitbestimmung trauen würden und mehr Kinder und Jugendliche auch immer uns in die Familien in Mitbestimmungsprozesse einbeziehen würden? Ja, also wenn man sich wirklich jetzt die ganze Regelung, Regeln für Kinder und Jugendliche und die Schule ansieht während dieser Corona-Pandemie, dann geht es nicht um, was die Schule entscheiden, sondern was überall also entschieden wird und keiner fragt die Kinder. Ja, Kinder und Jugendliche werden überhaupt nicht gefragt. Kannst du das machen? Hast du die Endgeräte? Kannst du die überhaupt nutzen? Also es ist einfach gegeben und die Kinder müssen das machen oder müssen es versuchen wenigstens, damit klarzukommen. Und leider ist es so, auch wenn es auch nicht die Pandemie war, muss ich sagen, dass Kinder und Jugendliche wirklich sehr selten mitbeteiligt sind, wenn es um ihre um Sachen um die Kinder geht. Ja, mittlerweile passiert es öfter, dass man die Kinder auf der Liste hat als Teilnahme in unter Einführungszeichen, aber das bedeutet trotzdem nicht, dass man die Partizipation geschaffen hat. Teilnahme nur, mein Name auf der Liste zu haben, bedeutet es nicht, dass ich etwas mitentscheiden kann, dass ich meine Meinung äußern kann. Und da passiert es öfters, dass besonders Roma-Kinder und Jugendliche selten überhaupt auf den Listen landen, wo es um Entscheidungen für sie getroffen wird. Sie werden weder gefragt noch sind da die Interesse einfach, was sie denken und was sie wollen. Und Diskussionen finden leider immer noch nicht statt. Also für mich ist das, wir sind immer da, immer noch am Anfang, muss ich sagen. Also es ist gut, dass es über Partizipation sehr viel geredet wird. Also es ist ein Diskurs, ein aktueller Diskurs, das finde ich toll. Aber wir sind sehr weit, meiner Meinung nach, von Partizipation und Roma-Kindern. Das muss definitiv verstärkt werden. Da könnten wir ja sozusagen auch etablierte Strukturen in den Auge nehmen. Also nehmen wir rein, wir haben auch ein Kinder- und Jugendparlament, als nicht, aber sozusagen manche andere Bezirke in Berlin haben ein Kinder- und Jugendparlament. Dann gibt es sozusagen die Klassenbeiräte, Schulbeiräte, Bezirksschülervertretung. Das wären ja alles Ebenen, wo wir auch noch gezielt gucken könnten, wie da mehr Kinder aus Roma und aus City Parlament sich kennen. Nochmal zurück zu dir, Nato. Du hast vorhin gesagt, eine Motivation
sich stärker für Ausbildung zu engagieren. Auch auf Elternseite ist die Wahrnehmung, dass Berufe ohne Ausbildung doch relativ wenig Einkommen bringen und auch instabil sind, dass sozusagen für die Kinder eine bessere Zukunft in dem Sinne, bessere Berufe, stabilere und bessere Einkommen erzielt werden. Woher entsteht denn bei Kindern und Jugendlichen selbst der Mut und die Erwartung und die Hoffnung, sich sowas auch zuzutrauen und zu sagen, also oder würdest du sagen, das ist heute ganz normal? Ich meine, in deinem, bei dir selber war das ja auch so, du selber hast ja eine Berufsausbildung gemacht und hast sozusagen eben die gesagt, ja, ich mache das und dann schließt es ab. Wie würdest du das sagen? Ist es heute normal oder braucht es da, gibt es da bestimmte Faktoren, nein, die also helfen, die zu ermitteln? Hört ihr mich? Ja. Ja, also es braucht schon seine Zeit. Man darf nicht vergessen, dass viele Familien noch in ihren Stereotypen leben. Und ich habe mehrere Schwestern und ich will jetzt nicht sagen, dass das für mich abschreckend war, dass ich mit diesen Familien oder mit mehreren Familien damit in Berührung gekommen bin. Das war für mich nicht abschreckend, aber das war für mich unbekannt. Also so wie für mich, aber auch für meine Schwestern unbekannt. Und es ist auch eine Frage der Eltern und der Jugendlichen, mit wem sie eigentlich verkehren. Also sind sie eigentlich in einer Konversation nur mit ihren Landsleuten, sprechen sie eigentlich immer nur diese Sprache, entschuldigt bitte, oder gibt es auch eben Erwachsene und Kinder, die mit verschiedenen Kindern sprechen, also türkischsprachige, arabischsprachige, deutsche und so weiter. Ja. Und im Laufe der Oberschulzeit Sag doch mal was. Was sagst du denn? Was macht dir denn im Kindergarten dann Spaß? Hm? Er geht jetzt im Moment nicht, wir sind in Quarantäne ja, leider. Gut, dann sozusagen, Natalia kommt schon gleich wieder. Sabina würde noch was ergänzen. Ich würde da nur ganz kurz ergänzen, bis Natalia wieder zurück ist. Die Maßnahmen, die du zum Beispiel angedeutet hast, wie Jugendparlamente und Klassenrat, das finde ich auch toll natürlich, aber ich sehe die wirklich wie der Dr. Krappmann das sagen würde, wie Schmuck. Partizipation möglich hat. Und da stimme ich komplett mit. Weil wenn man das ein bisschen so sieht, wie die Situation manchmal in Schulen ist und wie sich Kinder überhaupt nicht beteiligen können oder überhaupt nicht mitsprechen, wegen Diskriminierungserfahrung, wegen Ausgrenzungen. Also das meine ich, diese Partizipationsmöglichkeiten gehen viel, viel weit zurück. Die einfach, woran man arbeiten muss, den Weg einfach frei zu machen, überhaupt zu wollen und die Möglichkeit zu haben, in einem Jugendparlament teilzunehmen. Ja. Also meiner Meinung nach muss die Diskriminierung und Ausgrenzungen von den Schulen auf jeden Fall erstmal weg und dann Partizipationsmöglichkeit für Kinder schaffen. Ja, nun, die wird es ja nicht sozusagen abschalten lassen, wie so ein Lichtschalter oder so. Sondern wir, also, aber was ich rausnehme, ist sozusagen, wir brauchen sozusagen diese Geduld und diesen Mut. Wir dürfen uns hier nie damit zufrieden geben, dass wir sagen, ja, es sind halt keine Roma-Kinder im Jugendparlament dabei, die wollen halt nicht. Also, das darf nicht passieren, sondern sagen, nein, wir gucken so lange, dass wir auch Kinder aus Roma-Familien repräsentiert haben, dass die auch dabei sind, dass die auch in den Klassenräten sind. Das muss als Wahrnehmung sein. Johnny wollte noch was einwerfen. Ja, ich wollte sagen, dass wir so viele Jahre gekämpft haben, du kennst ja uns so lange. Und wir haben uns selbst ausgebildet. Wir haben die Erkenntnis selbst in uns reingestopft. Ja. Ja? Das System haben wir selbst kennengelernt. Wir haben uns Weg gezeigt und wir haben das genutzt bis heute. Ja. Aber ich jetzt als Vater sehe Sackgasse. Ja? Wo ist die Sackgasse? Also ohne Bildung. Ohne Papier, ohne Nachweis kommt man nicht weiter. Und da wollte ich, damit das Gespräch und dieser Tag oder dieser Interview nicht umsonst ist, meine Idee ist, ja, dass jeder Bezirk einmal oder zweimal im Jahr so ein Praktikum macht
Jugendliche, Roma und Mädchen, damit sie sehen im Sozialbereich, welche Möglichkeiten steht ihnen und was, damit sie ermuntert sind. So wie jetzt, mein Sohn ist in Sackgasse, was soll ich machen, wo soll ich gehen, wo soll ich mich wenden? Das Beste ist Senat jetzt oder Bezirksamt. Und wenn wir jetzt zusammen kooperieren und wir haben uns so durchgekämpft, ich bin schon müde. Ja, es wäre eine Belohnung für alle Roma, wenn die 12 Bezirke von Berlin entschieden hätten, dass viele Jugendliche ja, Praktikum machen im Sozialbereich oder anderen Bereich, Kulturbereich, das könnt ihr entscheiden, damit sie erkennen, Appetit bekommen, wo sie sich wenden können. Ja? Das wäre das Gegenteil, wie wir uns durchgesetzt haben. Also unsere Kinder brauchen heute das nicht, weil wir haben unsere Arbeit geleistet. Ja. Das wäre eine gewisse Belohnung für alle Roma in Berlin, die sich engagiert haben, so viele Jahre. Ich finde das eine wunderbare Idee für eine Schlussrunde, denn wir sind auch ein bisschen am Ende der Zeit angelangt. Wenn wir sozusagen hier einmal eine Runde machen, ich schließe mich da selber ein, mit sozusagen Ideen. Und die kriegt sozusagen Julia alle präsentiert und darf sich dann eine davon aussuchen und sagt uns am Ende, was die denkt, was wir machen müssten, damit das sozusagen wirklich in den nächsten, naja, nicht 10 Jahre, ist glaube ich jetzt zu lange, aber sagen wir mal in den nächsten 5 Jahren auch realisiert. Wollen wir das Spiel mal so zu Ende machen? Also du hast jetzt gesagt, Praktikumsplätze in der öffentlichen Verwaltung. Jetzt konkret ist es ja im Bezirksamt Reinickendorf jedes Jahr Schülerpraktika, Ausbildungspraktika, ganz gezielt für Kinder aus Roma und aus Cityfamilien. Was wäre dein sozusagen, was wäre deine Projektidee, dein Vorschlag zur Verbesserung der Situation, die ja schon deutlich besser geworden ist? Das haben wir ja sozusagen alle auch zusammengekommen. Also, natürlich also weiter so wie bis jetzt, also Unterstützung, also eigentlich auf jeden Fall, also Gespräche mit den Eltern und so, also eigentlich also was wichtig ist, also finde ich, also diese Elternarbeit, wenn wir die Eltern also eigentlich überzeugen, da von anderer Seite, also viele Eltern haben das auch, also das gesehen, also wie Bildung wichtig ist, also eigentlich, wenn wir zusammen mit den Eltern kooperieren, auf anderer Seite ist die Schule, die auch, also da, wo die Kinder regelmäßig sind, und nur so können wir die Kinder also eigentlich motivieren für weitere, ja, Arbeit, also in diesem Bereich. Das darf man nicht vergessen, ja. Allein auch den Status quo zu halten im Bezirk Reinickendorf wird einige Arbeit für euch. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Da ist zwischendurch mal die Frage gewesen, gibt es das eine oder das andere Programm noch? Allein den Status zu halten. Ihr seid bei euch mit 6, zeitweise auch 8 Kollegen im Themenbereich unterwegs, Albatros im Horizonte, sozusagen haben auch. Und das sozusagen alles zu halten, das wird auch eine interessante Aufgabe sein. Ein wichtiger Punkt, ja. Die gut ausgebauten Beratungsstrukturen, die es in Reinickendorf an den Schulen im sozialen Bereich gibt, halten, über die nächsten Jahre, 5 Jahre halten, sodass die Unterstützung weitergeht. Nee, auf anderer Seite, das wollte ich nur sagen, also eigentlich, es gibt so viele, also eigentlich engagierte Lehrer und Lehrerinnen, und die auch, also eigentlich viel die Kinder unterstützen. Sie möchten mehr über die Familie erfahren, sodass die besser so die Familie unterstützen. Das finde ich, also. Und das bräuchte mehr Mediatoren, mehr Vermittler in der Schule, die diesen Kontakt noch verbessern. Ich würde sagen, geh jetzt mal zuerst zu NATO, weil Natalia. Entschuldigung, wir kennen uns schon so lange, ich rutsche immer sozusagen an deinen Spitznamen rein. Du hast mich extra daran erinnert, sozusagen, dass wir heute hier auf der offiziellen Plattform sind. Natalia, du hast ja sozusagen, wir haben jetzt sozusagen schon sehr doll überzogen für dich, auch dein Kind verratet, haben wir gesehen. Was wäre in dieser Schlussrunde, was wäre dein sozusagen Vorschlag? Wenn du sagen könntest, ich habe einen Wunsch frei, ich habe so eine Idee, das und das sollte in den nächsten 5 Jahren passieren, damit es noch besser wird. Ja, also ich wünsche mir schon, dass gerade auch, es fängt bei den Jugendlichen an und bei den jungen Müttern, das war jetzt eben meine Zielgruppe die letzten Jahre auch gewesen, dass sie da auf jeden Fall mehr motivierter werden und dass man da auch erstmal bei den Eltern anfängt, ne, bei den jungen Eltern. Und dass das Problem ist immer die Sprache, also dass die quasi, dass die Vermittlung der Sprache, dass die so weit ausgeprägt sind, dass die selbst, ich Selbsthilfe stattfinden kann, dass sie motivierter werden in dem Sinne, dass sie selbstbewusster werden, auch ganz wichtig, junge Frauen, dass sie sich wo vorstellen können, äußern können, ja. Das hieße ja so. Und das, Entschuldigung, und ganz zuletzt, dass sie natürlich auch jetzt
eben noch so viel nachholen, weil ich meine, wir leben in einem Land, wo es eben noch möglich ist, in die Abendschule zu gehen, irgendwelchen Abschluss, irgendein Zeugnis, Zertifikat nachholen zu können, soweit es möglich ist. Und dass man sich dann dementsprechend ja ausbilden kann, arbeiten kann, dann sind die... Das hieße sozusagen diese durch Kinderbetreuung und manchmal auch sozialarbeiterische Begleitung ausgestatteten Deutschkurse weiterzufahren, da ganz gezielt genau. zu gucken, dass junge Mütter da reinkommen, dass die alle gut Deutsch lernen, aber eben auch Kinderbetreuung bekommen und dass man dann diese Deutschkurse benutzt, um die konkret zu ermutigen, da auch dann in Ausbildungen und so weiter zu gehen. Ja? Das ist ja auch das ist der Anfang. Standardfall. Genau. Das ist ein Anfang, ja. Und wahrscheinlich Romnia und Synthese zu finden, die da mitarbeiten, auch um eben, weil du sagst, sozusagen, es geht ja auch um Sprache, es geht auch um Vertrauen, die da sozusagen diesen Anstoß bringen können. Sabina, was wäre dein konkreter Vorschlag für die letzte Runde? Kinder und Jugendliche ja. mit ein. Tatsächlich würde mein Vorschlag ist einfach mehr und offener mit Kindern und Jugendlichen in Schulen zu kommunizieren und einfach auch ihre Ideen wahrzunehmen und ihnen das Gefühl zu geben, dass die Ideen und die Gedanken, die Roma-Kinder äußern, sind auch wert. Und wertgeschätzt. Wenn dann nur man sich eine Person wertgeschätzt fühlt, hat man auch mehr Selbstvertrauen und kann mehr eigentlich machen. Ja, erstmal da anfangen. Zweitens natürlich Kinderrechte in Schulen ist sehr wichtig. Auf jeden Fall nicht nur auf der Seite der Erwachsenen, aber auch Kinder selber über ihre Rechte aufklären und natürlich Eltern unbedingt in Zusammenarbeit mit Schule einbeziehen. Ja, vielen Dank. Auch sehr konkret kann man machen, Preise ausschreiben, aber auch sozusagen konkret ums Thema Kinderrecht herum, Workshops, Projekte verwenden, Kinder und Jugendliche. Jetzt bin ich dran. Ich habe sozusagen vorhin schon angedroht. Mein Vorschlag wäre eine weiche 10%-Quote für Kinder aus Roma und Sinti-Familien in den in den Kindereinrichtungen in Reinickendorf, also Kitas, Kinderkrippen in Reinickendorf verpflichten sich für einen Zeitraum von 5 Jahren anzustreben, dass 10% der Kinder in den Kitas aus Roma und aus Sinti-Familien, natürlich nur in den Gegenden von Reinickendorf, wo auch viele Familien leben jetzt. Schon ein bisschen relativieren. So, das, als wenn man sagt, frühkindliche Bildung ist nachweislich wichtig, hat die Romlo-Kehr-Studie gerade wieder gezeigt, aber da reichen wir besonders viel, das sind Notfallinvestitionen. Die gesamte Gruppe ist besonders bildungsbenachteiligt. Mit dieser Investition kommen wir in den nächsten 5 Jahren entscheidenden Schritt voran. Das wäre mein Wunsch. So, du hast das Schlusswort und hast sozusagen auch die Möglichkeit, also das ganz, ganz Schlusswort hat dein Sohnko, das verraten wir schon mal. Aber du hast sozusagen das inhaltliche Schlusswort von der Runde und kannst dir eins aussuchen und kannst sagen, so, wenn wir uns das jetzt mal angucken, was müssten wir zusammen machen, damit das wirklich, dass wir das in den nächsten 5 Jahren Wirklichkeit wird? Okay, ich würde erst nochmal mich als Teilnehmende einbeziehen und würde gerne meinen Vorschlag noch mit reinbringen in die Runde, was mir nämlich noch auf dem Herzen liegt. Ist oftmals, dass wir einen sehr defizitorientierten Blick haben. Wir, wenn ich jetzt vielleicht auch die Verwaltung sage, oftmals fokussieren wir das Thema Antiziganismus, Diskriminierung und das ist ein wichtiges Thema. Und unser Extremismusbericht jedes Jahr zeigt, dass viele Menschen in Bezug Reinickendorf aufgrund ihres Roma-Hintergrundes immer noch diskriminiert werden. Und viele Träger melden das zurück, sei es in Verwaltungen, in Behörden, in Schulen, im Arbeitsalltag. Also wir dürfen den Blick nicht davon abwenden, aber ich glaube, was genauso wichtig ist, ist eine zweite Strategie. Ich habe es gerade wieder gemerkt in unserer Runde und ganz viele andere Menschen müssen noch viel mehr lernen, müssen noch viel mehr Wissen erhalten über Roma-Kultur, über Roma-Geschichte, über Hintergründe, über die Vielfalt und die Diversität der ganzen Gruppen von Romia und Citessa. Ich glaube, das muss man zweigleisig fahren. Also wir müssen solche Veranstaltungen, wie wir heute machen, viel öfters machen. Wir müssen positiv auch an das Thema rangehen. Wir müssen wissen, was heißt eigentlich der 8. April und warum ist es da und warum wissen wir noch nichts von dieser 1100 Jahre langen Vielfalt und Kultur, die hier in Europa uns auch geprägt haben. Das würde ich noch mit dazu geben. Und jetzt habe ich quasi... Also wir sind zu sechs. Ich habe 6 Wünsche und Anregungen bekommen. Das ist, vielen Dank, die werde ich alle mitnehmen. Und ich finde, man kann es hatte ganz viel zu tun mit
Teilhabe, mit Empowerment, mit Stimmen hören, sei es von Kindern, von Jugendlichen, von Erwachsenen, von Eltern, dass Menschen gehört werden, dass es nicht nur heißt unterstützen, sondern dass alle einen Platz haben in unserer Gesellschaft, Teil davon sind, die mitbilden können. Ich finde toll, dass wir jetzt im Senat bald einen eigenen Beirat bekommen werden, dass wir da eine politische Stimme haben. Ich hoffe, wir werden es auch im Bezirk bald haben, dass wir einen Beirat bekommen für alle Menschen mit Zuwanderungserfahrung und auch da die Stimme der Omnia und Sintessa vertreten sind, dass wir mehr lernen können. Ich finde gut, das Thema zu haben, die Verwaltung braucht Vielfalt, braucht Diversität und alle Menschen, die hier im Bezirk leben wollen, auch vielleicht in der Verwaltung abgebildet sein, die Idee mit aufzunehmen. Und natürlich ist auch, was du sagst, das versuchen wir mit den Trägern, dass viele Kinder Zugang zur Kita bekommen, weil wir auch in unseren Projekten sehen, okay, das ist ein wichtiger Zugang zur Bildung. Quote, wir hatten gerade die Diskussion mit der Quote in Berlin, kann ich dir jetzt nicht versprechen. Wir bemühen uns aber mit den Trägern, viele Kindern die Chance zu geben und vor allen Dingen Elternarbeit zu haben. Ich glaube, was ein wichtiger Faktor ist, ist auch rauszukommen aus dem Projekt TITES. Wir haben sehr viele Drittmittel immer wieder eingeworben. Kennen wir selber, weil wir im Bildungsprojekt verbunden sind mit den Trägern. Wir brauchen mehr Regelstrukturen, dass wir nicht abhängig sind von einer einjährigen Finanzierung, sondern zu sagen, die Projekte müssen gesichert sein. Das ist eine Regelstruktur. Das sagen wir immer, wir müssen daran weiterarbeiten und ich bin total glücklich und stolz, dass wir hier in Reinickendorf so viele engagierte Menschen haben, die die Arbeit machen in der Praxisarbeit, in der Basisarbeit, weil ohne die könnten wir in der Verwaltung auch überhaupt gar nicht unsere Arbeit machen. Und ich muss sagen, dafür lohnt es sich auch, in der Verwaltung immer wieder Hürden anzugehen, vielleicht auch zu nehmen und dann sich zu freuen, dass auch wir am 8. April mit großer Wahrscheinlichkeit die Umauflage hissen werden am Rathaus. Und das ist ein Zeichen, vielleicht ein kleiner Schritt, aber es ist, wir werden nächste größere Schritte in den nächsten Jahren machen und hoffentlich sehen wir uns in 10 Jahren wieder und können dann berichten, was wir gemacht haben, aber auch noch zu evaluieren, was wir noch machen müssen. Dann sozusagen gibt es da auch eine Reaktion von Johnny. Ich freue mich. Ich muss nur kurz sagen, 97, 98. 3-4 Jahre waren wir in Vogtbau, Jugendzentrum, haben wir ehrenhaft, also ehrenamtlich, ja, unsere Arbeit da vor Ort gemacht. Damals war Wolfgang Hübner, sehr netter Mensch, hat uns immer unterstützt. Einmal im Monat haben wir Familientag gemacht, wo wir uns treffen konnten mit allen und richtig Konzept auftreten. Ja? So, leider, als er weg war, ist jemand Neues gekommen, haben die uns rausgeschmissen. Von heute auf morgen. Ich habe das bis heute nicht verstanden. Dann waren wir, sind wir umgezogen zu ComX. Ja, da war Filippo Smaldino, der Leiter vom Jugendzentrum. Wir haben ihm das gesagt. Und er hat uns unterstützt, hat gesagt, dann machst du das gleich wie hier. Er war so ehrenhaft, dass er uns ein bisschen bezahlt hat, ja, was er könnte. So, jetzt ist Folgendes passiert. Er wurde gewählt als Bürgermeister in Mühlenberg und er musste weg. Und dann ist neue Leiterin gekommen, sind wir wieder rausgeflogen. Und der Regionalleiter von Jugendamt, der hat den Bedarf nicht gesehen. Obwohl wir immer da waren und viele Leute sind gekommen. Ja? Und deswegen habe ich oder liegt mir ein großes an meinem Herzen, damit die Jugendlichen heutzutage so eine Möglichkeit bekommen, gleich in Verwaltung reinzukommen, ja? Ausbildung, damit sie verstehen, ja, was. Dass in dieses System ohne sowas, ohne dieses Zeugnis nicht mal weiterkommt. Aber gleichzeitig ermutige ich jetzt wieder, nicht nur Roma-Tag zu machen, auch einmal im Tag Infoveranstaltung zu machen und verschiedene Jugendämter, Jugendzentrum einzuladen, damit sie ein bisschen mehr Informationen bekommen über Sinti, Roma in Berlin allgemein. Damit es leichter ist,
für diese Jugendliche, wenn sie reingehen in so eine Jugendzentrum. Damit ist sowas nicht passiert, was uns passiert ist. Vielleicht können wir heute auch nochmal für die Zuschauerinnen und Zuschauer sagen, sowas wäre natürlich ein klassisches Thema, was auch in euer Büro herangetragen werden könnte. Wir haben Schwierigkeiten beim Zugang zu bestimmten Einrichtungen. Ihr würdet euch kümmern. Das heißt sozusagen, wenn sowas in Zukunft passiert, ich nehme an, in dem Fall wart ihr nicht bei Julia damit, sonst wüsstest du ja schon davon. Dann kann man mit solchen Sachen kann man immer zur Büro der, zum Büro der Integrationsbeauftragten gehen. Das wäre genau so ein Thema, wo eben dann nur ein Dialog organisiert werden kann mit den Fachverwaltungen und so weiter. Und da vielleicht zur Ergänzung, das ist bei allen Bezirken Integrationsbeauftragten. Ja. Wir sind quasi für solche Themen da. Alle Bezirken können Roma und Sinti sich immer an die Integrationsbeauftragten. Die haben zum Teil ein bisschen andere Namen, aber haben Integration meistens mit drin. Das betrifft ja alle in Berlin Lebenden, egal ob hier geboren, nicht geboren zu übernehmen. Also wirklich teilhaben zu können. Sie können sich immer an Integrationsbeauftragte wenden. Die kümmern sich dann darum, dass auch wirklich die Einrichtungen und die öffentlichen Dienste benutzt werden. Svonko, du hast das Schlusswort. Und nicht nur anlässlich des Tages der Roma, sondern auch sozusagen als Teil des Formates. Wir haben ja auch zum Teil die Vorträge schon zweisprachig gehabt. Gibt es das Schlusswort von dir auf Romanes? Ja. Romjalen, Romalen, Chowalen, Miken, Aken, Klet, Binder, Bershab, Sarsi, Amarinatia, Amarichi, Amarichimna, Amariflaga, Sarsi, Pinjordi, Tarosau, Sretom, Teresai, Lumnia. Miken, Kuwasi, Importanto, Amelie, Ego Dulese, Trubu, Pijaman Škola, Savore, Čavorente, Pijaman Škola, Govasi, Pijaman Importanto. Škola si Importanto.